Guten Abend. Innerhalb Europas sind in dieser Nacht die Grenzen durchlässiger geworden. Nach außen hin wird stärker kontrolliert. Mit dem Schengener Abkommen, das heute in Kraft getreten ist, gilt freie Fahrt zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und den Benelux-Ländern. Doch wer aus Polen oder der Tschechischen Republik nach Deutschland einreisen will, muss mit langen Wartezeiten rechnen. Vor Beginn der Klimakonferenz in Berlin warnen Versicherungsfachleute vor den Folgen einer weltweiten Klimaerwärmung. Zwischen dem Fernsehturm am Alexanderplatz und dem Berliner Dom balancierte heute Abend der 26-jährige Matthias Traber in 50 Meter Höhe auf dem Seil. Klimabalance nennt der Artist seinen spektakulären Beitrag zur UN-Klimakonferenz. Ob er es geschafft hat, erfahren Sie in den Tagesthemen gleich um 22:10 Uhr.